Ob Maler und Lackierer, Bildhauer, Mechaniker oder Restaurateur. Im Deutschen Museum in München finden sich all diese und noch viele weitere Berufsgruppen hinter den Kulissen wieder. Insgesamt bedeutet das rund 100 Mitarbeiter in 25 verschiedenen Werkstätten, die laufend dafür sorgen, dass die Ausstellungsstücke für die Besucher im einwandfreien Zustand sind. Es ist unglaublich wichtig, dass diese Werkstätten sehr nah zusammenarbeiten und sehr gut vernetzt sind. Denn gerade für die Entwicklung von Demonstrationen und Ähnlichem ist es sehr wichtig, eine kurze Wege zu haben. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Entwicklung nach außen ausgeben würden oder wenn Sie nur Modellbauer hätten und die brauchen dann Maler oder Bildhauer und so weiter, dann würden Sie sehr, sehr viel zeitaufwendiger arbeiten müssen. Während so ist es eigentlich im Rahmen der kurzen Wege sehr gut möglich, zusammenzuarbeiten. Wie sich die Handwerker so gemeinsam in feinsäuberlicher Arbeit um Museumsexponate kümmern, bleibt den Besuchern im Normalfall verborgen. Der Tag der offenen Tür am kommenden Samstag bietet Interessierten jedoch die Möglichkeit, genau diesen Schaffensprozess nachzuvollziehen. Besucher werden sehen, wie bei uns in den Werkstätten gearbeitet wird, wie viele unterschiedliche Gewerke wir haben, wie diese Gewerke zusammenarbeiten, die Interaktionen unter den Werkstätten und auch wie vielfältig das Haus aufgestellt ist. Diese Vielfalt zahlt sich in der Praxis dann für das Deutsche Museum aus. Alleine die personelle Zusammensetzung der Modellbauwerkstatt, da sind Feinmechaniker, Werkzeugmacher, Schreinermeister, Modellbaumeisterin und eben durch die Restaurierung Orgelbau oder Cembalobauerin mit im Team. Und allein da sieht man schon die Vielfalt. Und die Vielfalt der personellen, sage ich jetzt mal, Ausrüstung, ja, das macht dann auch möglich, dass ich fast alle Materialien bearbeiten kann, weil ich die technischen Möglichkeiten kenne und auch die technischen Möglichkeiten, was die maschinelle Ausstattung anbelangt, nutzen kann. Denn nur so können die Handwerker dann auch den Ansprüchen der Aussteller gerecht werden. Der Kurator oder die Kuratorin, die kommen mit einer Idee, oft mit einer kleinen Skizze, wo das, was sie sich im Kopf irgendwo oder wo sie irgendwas gesehen haben, schon mal eine Notiz gemacht haben. Und mit dieser meistens sehr vagen Idee, ja, kommen die zu uns. Diese Ideen, die von mikroskopischer Kleinstarbeit bis hin zur überdimensional großen Körperzelle reichen, werden dann Schritt für Schritt umgesetzt. Die abwechslungsreiche Arbeit hinter der Museumskulisse bietet daher auch für Auszubildende eine spannende Herausforderung. Wir bemühen uns, in vielen Werkstätten auszubilden. Wir können nicht in allen Werkstätten ausbilden. Wir haben nicht in jeder Werkstatt einen Meister. Obwohl wir uns auch da bemühen, wieder ein bisschen mehr aufzustocken. Aktuell ist im Rahmen der Generalsanierung gut die Hälfte des Museums geschlossen. Bis 2019 sollen die Arbeiten beendet sein. Dann ist die andere Hälfte dran. Vollständig in neuem Glanz erstrahlen soll das Museum den Plänen nach 2023.